Habt ihr schon mal Biereis probiert? In der Mainzer Neustadt ist das kein Problem. Wir sitzen hier gerade vor dem Eisladen Nice. Das ist ein ganz kleiner Mainzer Eckladen am Gartenfeldplatz und uns gibt es jetzt seit März 2013. Ich habe den Laden zusammen mit einer Freundin aufgemacht, mit Julia. Julia und ich haben uns beim Studium kennengelernt und haben immer schon ganz gut zusammen funktioniert und dachten, wir könnten irgendwann mal irgendwas zusammen machen. Und dass das so ein kleiner Eisladen wird, das wussten wir eigentlich selber nicht. Und jetzt haben wir ihn hier. Neben den Kaffeeklassikern wie Latte Macchiato, Cappuccino und Espresso gibt es im Nice jede Menge ausgefallene Eissorten. Und haben eigentlich auch festgestellt, dass man eigentlich aus fast allem Eis machen kann und haben jetzt mittlerweile schon über 130 Sorten. Wir probieren alles aus, alle möglichen Kombinationen. Also gerade heute haben wir zum Beispiel grüne Soße Eis in der Vitrine oder Spundekäse hatten wir schon. Es gibt ganz viele verschiedene Sorten und wir scheuen eigentlich vor nichts zurück. Außer Mettwurst-Eis haben wir noch nicht gemacht und das wollen wir eigentlich auch erstmal nicht machen. Bei 130 Sorten, die übrigens alle ohne Aromen, Farbstoffe und künstliche Stabilisatoren produziert werden, kann natürlich nicht alles in der Vitrine stehen. Ob die Lieblingssorte gerade im Angebot ist, erfährt man ganz einfach über den Live-Ticker auf der Nice Facebook-Seite. Doch wie kam es eigentlich dazu, dass die beiden Quereinsteigerinnen sich dazu entschlossen haben, ihre Jobs an den Nagel zu hängen und sich nach einem einwöchigen Eisdiplom ganz ihrem neuen Laden zu widmen? Es war damals noch eine Bäckerei und die mochten wir immer schon ziemlich gerne. Wir haben da immer unsere Brötchen geholt und mochten das Flair hier an dem Platz auch immer schon. Genau, die Bäckerei war irgendwann in der Nacht- und Nebelaktion draußen und es war ein Handyladen dann drin. Und wir waren sehr traurig, weil der Handyladen halt überhaupt nicht hier hinpasst. Und haben immer gesagt, wenn der Handyladen mal rausgeht, dann gehen wir da rein. Und haben uns aber nichts weiter dabei gedacht, haben weiter gearbeitet und eines Tages war der Handyladen draußen und dann mussten wir handeln. Und wie kommt das Konzept bei den Mainzern an? Es ist, finde ich, das mit Abstand leckerste Eis, tatsächlich in Mainz und ist einfach nett und wir wohnen um die Ecke. Seitdem das Eis hier ist, probiere ich auch mal ein Handkäse-Eis, was letztes Jahr war und Basilikum-Eis und Leberwurst war auch letztes Jahr mit dabei, aber das war nicht so mein Favorit. Ja, die Sorten sind sehr ausgefallen. Und nicht so alltäglich. Natürlich gibt es auch Vanille, Schokolade, die Nuss, die Standardsorten, aber auch mal was Abgefahrenes wie grüne Soße oder Basilikum, Thymian, keine Ahnung. An heißen Tagen findet man den Nice Truck übrigens auch am Rheinufer.